andere Mandatsführende gehen wir jetzt zum Verkaufsverbot. Das war ein bisschen ein Sprung. Aber auch da haben die Mutbürger Fragen an die Politiker vorbereitet, die da wären, liebe Bianca. Ja, beim nächsten Thema geht es um den Vorschlag, dem Land Kärnten ein Vorkaufsrecht für Seehofer-Grundstücke einzuräumen, wie es in Bayern bereits besteht. Und im Moment ist es ja so, dass einheimische Touristen eine Art Hindernislauf absolvieren müssen, wenn sie am Kärntner See entlang spazieren wollen. Und auf der Folie wird Artikel aus Artikel 141 der Bayerischen Verfassung zitiert. Staat und Gemeinden sind berechtigt und verpflichtet, der Allgemeinheit den Zugang zu Seen, Flüssen und sonstigen landschaftlichen Schönheiten frei zu halten und allenfalls durch Einschränkungen frei zu machen. Und der bayerische Gesetzgeber hat dieses aus der Verfassung abgeleitete Vorkaufsrecht im bayerischen Naturschutzrecht materiell umgesetzt. Und die zweite Forderung war ein Verkaufsverbot für die im Besitz des Landes und der Kärntner Gemeinden befindlichen Seegrundstücke. Weil hier gibt es auch einen schleichenden Ausverkauf. Und als negatives Beispiel möchte ich da nur Schloss Reifnitz und Gut Walterskirchen anführen. Und wobei bei Schloss Reifnitz noch dazu kommt, dass dort die Bundesforste trotz eines gesetzlichen Verbots damals das neben dem Schloss befindliche Seeufergrundstück verkauft haben, ein Grundstück, das die Einheimischen zum Baden benutzt haben. Und deshalb die etwas provokant formulierte Frage, warum legt der Landtag keinen Wert darauf, den Kärntnern einen Zugang zu Seen zu erhalten oder wenn möglich zurückzukaufen? Also ich antworte zuerst auf die zweite Frage, weil uns das Geld dafür fehlt. Und ich finde den Ansatz, die Seegrundstücke der Öffentlichkeit zu erhalten oder zugänglich zu machen, prinzipiell extrem gut. Ja. Wir haben nur gerade einen Seenuntersuchungsausschuss hinter uns. Und ich darf Ihnen nur sagen, dass wie hier Politiker mit Landesvermögen umgegangen sind, mit dem Versprechen, wir sichern euch Seegrundstücke, das hoffe ich, dass uns das in Kärnten nicht ein zweites Mal passiert. Es sind dort Millionen an Landesvermögen versenkt worden, für Seegrundstücke, die ein Bruchteil dessen wert waren, mit dem Versprechen, Seegrundstücke und Seezugänge zu erhalten oder zu schaffen. Und wenn man sich dann anschaut, wie viel Laufmeter Seeuferfläche man tatsächlich erhalten hat, ja, dann darf man das in keinem Fall hochrechnen. Ich finde den Ansatz prinzipiell gut. Ich glaube nur wirklich, dass wir in Kärnten im Moment ganz andere Probleme haben, als uns über Seeuferflächen und Seezugänge Gedanken zu machen. Als wir die Forderung formuliert haben, war die Hypo-Pleite noch weit entfernt. Ja, Walle, ich muss dazu schon noch etwas sagen. Es geht ja nicht um das Thema Seenuntersuchungsausschuss. Es geht um die bestehenden Seeufergrundstücke, die noch immer im Besitz des Landes Kärnten sind, dass die in Zukunft nicht mehr verkauft werden. Also man hat gesehen, was beim Schloss Reifnitz dann herausgekommen ist. Das ist Schloss Reifnitz war ein öffentlicher Seezugang, da hat die Bevölkerung zum Schloss gehen können, die hat drüben baden können. Jetzt ist seit neuestem, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, eine Betonmauer rundherum gezogen, damit man ja überhaupt nichts mehr einsieht. Und das soll in Zukunft verhindert werden. Und die Bevölkerung will einfach die bestehenden Seegrundstücke gesichert haben für die nächsten Generationen. Und das könnte man ja in der Verfassung verankern. Die müssen ja nicht verkauft werden. Da muss man nicht einmal ein Geld in die Hand nehmen. Ich verstehe, was Sie meinen und ich unterstütze es auch. Und ich glaube auch, dass es genug Beispiele gibt. Und ich bin, was Reifnitz anbelangt, ganz bei Ihnen. Nur, wenn wir nicht aufpassen, wir können in die Verfassung alles reinschreiben, was wir wollen. Ja? Wenn das Land Kärnten insolvent wird, dann werden wir über unsere Seegrundstücke nicht verfügen können. Punkt. Aber zumindest die rechtlichen Gegebenheiten sollen eingehalten werden. Ich weiß, die Bundesforste gehören zum Bund, ist klar. Und bei
Bezug auf Reifen jetzt, ist ja immer nur der Verkauf, der Rückkauf von der Gemeinde behandelt worden. Es ist nie das daneben liegende Grundstück der Bundesforste behandelt worden. Und da ist einfach wieder das Gesetz, wieder dem Bundesforstgesetz Grund des Bundes verkauft worden. Ja, weil das ist eben, dass das geändert worden ist auf Bundesebene und nicht durch Substanzerhaltung, also dass das auf Wert gezogen wird, dass die dann kaufen und verkaufen können. Nicht? Und wenn die Grundstücke jetzt weniger Ertrag geben können, Seehofer-Grundstücke sind laut Gesetz nicht verkäuflich. Und deswegen hätte man es gewünscht, dass das Land da irgendetwas vielleicht in der Richtung. Wir haben das drin, ich weiß nicht, ob Sie die Situation vor sich liegen haben, wir haben da drin Belastung und Veräußerung von Landesvermögen erfordert ab einer Grenze von 50.000 die Zustimmung des Landtages. Das ist jetzt drin. Mhm. Da. Das ist praktisch neu drin, ja. Um das zu schützen. Ja. Die Frage stellt sich ohnehin. Warum in ganz Europa, beinahe auf der ganzen Welt, alle Seegrundstücke und Meergrundstücke zugänglich sind und in Österreich das nicht möglich ist. Ich möchte noch einen Satz dazu sagen zum Herrn Malle, weil Sie früher bezüglich der Seen gesagt haben, wir haben jetzt wirklich andere Probleme. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass der Chef der Kärntenwerbung, der Christian Kresse, in einem Interview gesagt hat, dass die Verbauung der Seeufer die größte Bedrohung für den Tourismus ist. Und das betrifft sehr wohl nicht nur die Umwelt, sondern auch die Wirtschaft. Also das sollte das eigentlich auch für die ÖVP ein wichtiges Thema sein. Gut, dann gehen wir noch zum Flächenverbrauch.